Da wir bis Bosa fast nur Schnellstraße gefahren sind, werden auch hier erst die Kameras aktiviert. Wir fahren aus der SP49 Richtung Küste und der folgen wir dann Richtung Norden. Erster Blick auf das Meer. Hier auf der SP49 sind wir nicht allein. Die italienischen Jungs wollen es wohl etwas schneller. Aber Hagen hängt sich an. Einige der Gruppe bleiben hinter uns und Hagen bleibt an den anderen dran. Die SP49 lässt sich sehr gut fahren und hat auch schöne Aussichten und tolle Kurven. Es ist aber mehr Verkehr, als wir es aus den Bergen gewohnt waren. Unsere Begleiter haben wohl für eine Pause angehalten. So fahren wir den Rest der SP105 allein, bevor wir dann ins Landesinnere abbiegen. Fotostopp. Denn das Meer bekommen wir jetzt erstmal nicht zu sehen. Das ist doch eine schöne Aussicht. Nun haben wir die Ostküste und hier haben wir die Westküste. Da unten die Straße sind wir hochgekommen. Super. Die Orte hier im Osten der Insel sehen insgesamt großzügiger und gepflegter aus als in der Gebirgsregion im Westen der Insel. Dafür ist es dort landschaftlich schöner. Außer der gut ausgebauten Straße gab es vor Sassari noch ein Highlight. Ein kleines Video. Wir sind also 3 Kilometer vor Ossi, also auch hier in Sardinien sind wir Ossis vertreten. Ich weiß nun nicht, ob die Bewohner von Ossi Ossis heißen, aber naja, mal sehen. Bis zum Elefantenfelsen waren eigentlich die Serpentinen der SS-127 östlich von Sassari der einzige Höhepunkt. So ging es dann zügig zum Elefantenfelsen und zum angestrebten Mittagsstopp. Im Prinzip da oben auf dem Berg ist die Gaststätte. In diese Richtung liegt der Elefantenfelsen. Von der ausgeschilderten Straßensperrung am Elefantenfelsen für die SS-134 haben wir uns nicht irritieren lassen. So, Blick auf die Nordküste von
Sardinien. Bis hierher haben wir es geschafft. Das sollte wohl die Sperrung sein. Wahrscheinlich will man den Verkehr unten im Tal über die SS-90 führen. Hier der Hinweis auf die Sperrung auf der anderen Seite. Diesen Abzweig sollte man nicht verpassen. Die schlechte Straße oder die Schotterpiste sollten einen auch nicht abhalten, diesen Weg zu nehmen. Etwas Abstand wegen der hochschleudernden Steine sollte man schon halten. Wir sind am Ziel. Jetzt sind wir hier bei der leckeren Gaststätte Cross County. Ganz toll gemacht. Tolle Aussicht. Leider gibt es Essen nur drin, aber das ist schon toll, auch wenn der Weg hierher ein wenig holprig war, aber das entschädigt. So, da unten haben wir vorhin gestanden und haben noch Panoramaaufnahmen gemacht, aber von hier oben ist das natürlich wesentlich schön. So, nochmal ein Rundblick. Die Straße da unten ist eigentlich gesperrt, wir sind einfach durchgefahren. Und es hat funktioniert. Leckeres Essen gab es natürlich auch, die Karte sogar auf Deutsch. Gestärkt geht es die Holperpiste wieder zurück zur SS-134. Schöne Strecken gab es hier, wir halten uns aber an das Überholverbot. Wir nähern uns der SS-127. Es gibt einige Kurven, aber ansonsten flaches Land. Erst kurz vor Tempio wird es wieder interessanter und lebhafter. Noch besser wird es nach Tempio Pausania auf der SS-392, der wir in südwestlicher Richtung folgen. Hinter dem hier hängen wir jetzt eine Weile fest, aber nicht zu unserem Nachteil, denn er führt uns zu einer sehr frequentierten Quelle. Wasser fassen hier an dieser herrlichen Quelle. Weiter geht es auf der SS-392 in südwestlicher Richtung zum Passo del Limbara. Mit 646 Metern nicht allzu hoch. Den Pass haben wir passiert und das Wetter wird auch wieder sonniger. Vor uns erblicken wir schon den Lago del Coigna, den wir nach kurvigen Kilometern auch überqueren wollen, falls die Ampel mal auf grün springt. Nach einer gefühlten Ewigkeit tat sie es auch tatsächlich.
Von der SS 392 ging es dann über die SS 597 und E 840 zügig nach Olbia zur Fähre. Heiko hat uns von der Moby aus entdeckt und kurze Zeit später schicken wir zum Ablegen ihrer Fähre nach Genua einen Corona-Gruß. Nach einer ruhigen Nacht in der Kabine sind wir ausgeruht am Motorradhotel Toskana angekommen. Die Motorräder verladen, mit der Dusche an Hagens Auto, frisch gemacht, umgezogen und lecker zu Mittag gegessen. Nun geht es Richtung Norden. Wir wollen im Gasthof Schlossberg an der Jaufenstraße übernachten. So haben wir noch einen sehr gemütlichen Abend als Abschluss der Sommertour 2021 verbracht. Am nächsten Morgen ging es bei Sonnenschein nach Hause.